Sehen Sie auch einen politischen Aspekt in der Schachkarriere von Garry Kasparow? Also, er hat gegen Karpov ja einige Jahre gekämpft. Und er wollte Karpov als Mann von System, von sowjetischer Regierung zeigen. Und wollte sich als Dissident, als neuer Mann, der Mann, der gegen Karpov nicht nur am Schachbrett kämpft, sondern überall politisch kämpft und bekämpfen wird. Das war seine Art von Selbstwerbung, okay? Liegt nicht eine gewisse Tragik in Ihrer Schachkarriere? Sie waren immer ein zweimaliger Vize-Weltmeister, sind nur knapp gescheitert und wenn man denn so will, nur aufgrund dessen, dass ein gesamtes Imperium, sprich die Sowjetunion, sich gegen Sie gestellt hat. Okay, man kann nicht über Tragik jeden Tag reden. Fragen Sie mich etwas anderes. Gut. Wie schätzen Sie die momentane Lage des Schachs ein in der Welt? Also, ja, das war auch für mich das war tragisch, dass der beste Spieler der Welt hat Schachbühne verlassen. Ich meine, Kasparov statt Schach jetzt mit Politik verbunden ist. Und das ist der große Verlust für die Schachwelt. Und jetzt ja, gibt es etwas Positives natürlich. Kasparov ist weg und jetzt gibt es nur einen neuen Weltmeister und er ist von der ganzen Schachwelt anerkannt. Das ist sehr gut, ja. Trotzdem. Von wem sprechen Sie? Ich meine, Topalov hat Weltmeisterschaftsturnier gewonnen. Sehr überzeugend und deshalb ist er von Schachwelt als richtiger Weltmeister anerkannt. Aber konnte Kasparov noch viel für die Schachwelt machen. Seine fantastische Schachideen, sein fantastischer Schachstil. Und das ist schade, dass er ist weg. Und jetzt kommen wir zum Punkt, ja, wie viel, es war früher, ja, es war Weltmeisterschaft von, wie sagt man, von Ilyumjinov. Jetzt nennt er nicht mehr Weltmeisterschaft, jetzt, in diesem Jahr. Nennt er das Weltcup. Das ist richtig, ja. Aber vor 2 Jahren, vor 3 Jahren Weltmeisterschaft und neue Weltmeister. Halifmann, Ponomarev und wer weiß, und so weiter. Aber das Weltmeister ist etwas mehr als einen Tag ein Turnier zu gewinnen. Ein Weltmeister ist ein Mann, der große Einfluss in der Schachwelt hat. Nicht nur wegen starker Schachspiel, sondern auch wegen seiner fantastischen Eröffnungsidee, neue Ideen im Mittelspiel und so weiter. Das ist, was Halifmann oder andere Ilyumjinov-Weltmeister nicht hatten. Ja, also, das ist klar. Ja. Gibt es im Moment Streit zwischen dem Mann, der Kasparov im Wettkampf geschlagen hat, sein Name ist Kramnik,
ja, und Topalow. Kramnik glaubt, dass er, der Mann, der stärkste Mann in der Welt geschlagen hat, hat wirklich Recht, sich Weltmeister zu nennen. Aber das ist eine neue Zeit. Kasparow ist schon weg und die Leute haben schon vergessen oder beginnen zu vergessen, wer Kasparow war. Und jetzt kommt die Frage, ob Kramnik wirklich Weltmeister ist oder wen hat er geschlagen? Ja, und gibt es Streit, ja. Topalow will nicht mit Kramnik Wettkampf spielen oder kann spielen, betrachtet er Kramnik nicht als Weltmeister, sondern als Herausforderer. Das wäre normal, ja. Ist es denn dem menschlichen Schachspieler überhaupt noch möglich, trotz der vielfältigen Computeranalysen eigene Schachideen zu entwickeln? Ja, natürlich, ja. Trotz Arbeit von Computer, Mensch kann neue Ideen produzieren, ja. Sie erwähnten gerade Garry Kasparow. Sie spielten ja einmal gegen den 12-jährigen Kasparow und mussten hart um einen Remis kämpfen. Wie können Sie sich die Spielfertigkeit eines solchen Kindes erklären, das doch eigentlich vom Wissen her einem altgedienten Profi weit unterlegen sein müsste? Ich habe andere Partie zu 13-jährigen Enrico Mecking verloren. Das war im Jahr 1967 in der Brasilianer. Ja, in Interzonen-Turnier von SUS in Tunesien. Ja, die Leute glauben, ja, die Großmeister, die gut Schach spielen, unbedingt sehr klug sein müssen. Aber das ist nicht wahr. Diese Kapazität, Fähigkeit, logisch zu sein, kann man sogar im Jahr sogar als Sechsjährigen gezeigt werden. Es war zum Beispiel Sechsjährige Semyreshevsky, der spielte simultan. Ja, das war normal. Und jetzt hatte ich gegen Magnus Carlsson gespielt. Und er ist gut. Er hat gutes Talent. Ja. Er hat Kopf mit Ideen. Er kann Fantasie bei Schachbrett kann fantasieren. Ja. Es gibt andere, die nur logisches Spiel demonstrieren. Nein, er hat Talent. Ja, ja, übrigens, ja. Jetzt unterstreiche ich, was ich am meisten einschätze. Nicht Logik, sondern Fantasie zu produzieren. Ja. Haben Sie schon mal etwas von Box, Schach gehört, Chess, Boxing? Etwas anderes, bitte. Etwas anderes. Ja.